Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Gemüsegrillerei Barbecue. Heute habe ich was mitgebracht. Ihr werdet es nicht glauben. Wir trinken oft frühen Saft und den Rest, den schmeißen wir weg und das mag ich nicht. Und daraus machen wir unseren Hamburger Patty. Heute gibt es was Vegetarisches. Gemüse, eine Zwiebel, ein Knoblauch, Buns, Gewürze. Hier haben wir Wild Herbs, Steakpfeffer und Rio Grande. Dann brauchen wir noch ein Käschen, ein bisschen Olivenöl, eine Burgerpresse, die steht da hinten, die hole ich gleich vor. Und das ist diese Höllenmaschine, wo ich jetzt immer früh meinen Saft mache. Darum schaue ich so gut aus, so schlank. Ne? Also ich mache jetzt an, ihr hört mich nicht mehr. Wir haben zwei Kartoffelchen dabei, die nehme ich zum Schluss. Weil das kannst du natürlich nicht so gut entsaften, ne? Also zum Trinken. Also ich mache das jetzt mal an, ist jetzt laut, okay? Achtung. Der Stecker ist heraus. Also jetzt ist Strom da. Jetzt entsafte ich mal. Sellerie. Rote Beete. Karotten. Eine. Das war's. Hat's einen heiligen Saft gegeben. Achtung. Den trinke ich jetzt gleich. Schaut her. Müsst ihr unbedingt probieren. Richtig gesund. Und jetzt kommen die Sachen rein, die man nicht so gut als Saft trinken kann. Das ist eine Kartoffel. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Da machen wir noch eine Kartoffel. Gut. Das war schon. Jetzt haben wir unser Frühstück fertig. Und das da hinten wird meistens weggeschmissen. Das machen wir heute nicht. Daraus machen wir unser Burger Patty. Wer keine Entsaftungsmaschine hat, der muss halt eine Küchenmaschine nehmen, muss das ein wenig auspressen und da den Saft verwenden und dann an den Dresdner zu kommen. Oder man nimmt halt einfach, sage ich mal, eine Küchenmaschine, so dieses Thermoding da. Oder man raspelt es, ne? Da wird es natürlich nicht ganz so fein. Also das kann man nicht so gut trinken, das Kartoffelstärke. Das tue ich jetzt mal weg. Schau her. Da sind auch ein paar Stücke drin, die müssen wir noch rauslesen. Das kratze ich ein bisschen damit rein. Und schließe das und stelle die Maschine mal weg. So, jetzt habe ich hier eine Schüssel. Da gebe ich das Ganze rein. Da müssen wir jetzt schon mal ein wenig aufpassen, weil das sind diese letzten Stücke, die. Oh! Wollen wir da rein? So, wir geben es jetzt mal rein. Schaut her. Da unten ist noch ein wenig was Grüns. Das wollen wir auch. So, das wird jetzt jeden früh weggeschmissen und das habe ich nicht gemacht, ja? Weil daraus kann man super geile Buns machen. Patties meine ich. Immer ein wenig die Teile raus. Das mischen wir schön durch. Ihr werdet auch sehen, es wird dann ausschauen wie Hackfleisch. Da sind noch zwei so Karottchen. Ja, den Rest kann man fast drin lassen, das tun wir auch mal weg. Dann seht ihr besser. Wild West Steakpfeffer. Einen Steakpfeffer eurer Wahl. Dann Rio Grande passt sehr gut, habe ich schon ausprobiert vorhin. Reichlich. Also wir wollen nicht, dass es nach Fleisch schmeckt, ja? Da wärst du Künstler, wenn das nach Fleisch schmecken sollte. Und hier, was ganz geil reinpasst, sind die Wild Herbs. Da so einen halben, dreiviertel Esslöffel voll. Und das mischen wir jetzt schön durch. Noch ein wenig Sauerei, ist klar. Und
Da ab und zu mal, wenn wir noch einen Brocken sehen, einen größeren, den nehmen wir mit raus. Da ist auch wieder einer. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, wir machen heute Spielfilmlänge. Jetzt schaue ich mal, wie es schmeckt so mit den Händen. Ja, da brauchen wir noch ein wenig Barbecue-Gewürz, in dem Fall Rio Grande. Und ein bisschen Stegpfeffer haben wir auch noch rein. Das war's. Jetzt kommen die Eier dran. Ich nehme erstmal zwei Stück und schaue, wie die Konsistenz ist. Die genaue Angabe jetzt von dem Gemüse, wie viel das genau ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Es waren glaube ich fünf Karotten, eine rote Beete, Sellerie, Kartoffeln und was haben wir noch gehabt? Knoblauch und Zwiebel. Da sind ab und zu noch so Bröckelchen. Das mischen wir jetzt durch. Reicht schon. Geben das oben drauf. Das ist unser Bindemittel. Das Eiweiß stockt, klebt es zusammen. Ja? Also es wird immer fleischähnlicher, seht ihr das? Und es bleibt auch wirklich medium rare. So, weil dann gibt es da nicht von der Farbe her. Schaut mal das an. Jetzt denkt ihr, ihr habt Fleisch und habt da ein paar Karottenstücke mit reingemischt. Schön durchmischen. Da, ne? Haben wir da. Also von Weiden denken alle, hier schönes Hackfleisch. So. Sauerei. Jetzt, ich denke, das ist okay vom Eiweiß, von den Eiern. Das hat eine gute, feste Konsistenz. Das soll nicht zu flüssig sein. Okay. Als nächstes machen wir unsere Patties. Ich verwechsel das immer. Patties. Dazu haben wir diese Höllenmaschine da. Da wird einfach hochgefahren. Da kommt ein Blättchen drauf. Dann drückt man hier drauf. Dann fällt es runter. Und dann machen wir so, ich nehme jetzt mal die Hände. Da gibt es wieder viele, die schreien dann natürlich mit mir. So eine Kugel. So Kloßgröße. Ein bisschen mehr. Also so 2 cm dicke Teile gibt, bis 3. Ja, schaut das geil aus oder was? Da müssen wir natürlich ein wenig vorsichtig sein. Man könnte die jetzt auch frieren, anfrieren. Dann lassen sie sich etwas leichter grillen. Ja? 3 große Fake-Burger, also Veggie-Sachen. Wie es mit vegan aussieht, das weiß ich nicht. Was die dann nehmen statt Ei. Auf jeden Fall schauen die geil aus, die Dinger, würde ich sagen. Wenn die noch einigermaßen sich gut braten. Oh, da habe ich noch ein wenig vernichtet. Dann drücken wir noch mal ein wenig nach. Da müsst ihr echt aufpassen, dass er unter das Papier kommt. Machen wir 3 Stück. 1 drunter. Oh weh, die Kollegen fliegen. So. Perfekt. Die Presse können wir jetzt da herstellen. Und jetzt gehen wir da wieder drunter. Achtung. So. Zewa habe ich hier natürlich keins da, wie immer. Macht aber nichts. Das hole ich kurz und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Teile angrillen. So, jetzt brauchen wir ein wenig Olivenöl. Ich habe da schon irgendwas geölt, gebe da ein bisschen auf diese Plancha. Die müssen wir unbedingt auf der Plancha machen. Jetzt schauen wir mal, wie wir die da vom Brett wegkriechen. Die Teilchen, okay. Ich muss unbedingt auf die Plancha erst, weil
sonst fällt mein Gemüse auseinander. Ja. Dann haben wir es wieder gemacht. So geht es aber auch. Oh, jetzt habe ich das schon auf beiden Seiten unten. Muss gar nicht so viel Temperatur haben. Dieses Rost, das soll langsam anschmokeln. Geht dann noch daher. Gerade so, okay. Den können wir jetzt schon mal abdecken. Beziehungsweise machen den Grill jetzt mal zu, dass die auch ein wenig oben durchziehen, dass das Eiweiß ein wenig stockt, dann werden die natürlich stabiler. Das wollen wir, ja. Machen wir zu. Minimale Drehzahl hier, links und rechts. 180 Grad circa. Da wischen wir einmal drüber. Perfekt. Die Buns, die habe ich jetzt gekauft, okay. Die sind aus der Groma. Die sind Rusticali, heißen die oder so ähnlich. Und ich nehme lieber gefrorene. Ich weiß, es gibt jetzt wieder viele, die schimpfen, dass ich die nicht frisch gemacht habe. Aber dann hätten wir wirklich einen Spielfilm-Überlänge. Ja? Irgendwann zeige ich euch die auch nochmal, wie die gemacht werden. Aber wir wollen ja hier grillen und ich bin nicht so ein guter Bäcker. Ja? Und die haben auf jeden Fall keine Konservierungsstoffe drinnen, weil sie gefroren sind. Das finde ich geil. Also lieber gefrorene Buns wie die anderen Kollegen, die schon ja, bis zum Vierteljahr haltbar sind. Ja? Das ist nicht so toll. Gut, ich darf noch mal von dem Saft trinken. Ich gebe den dann auch meinem Kameramann weiter. Ein Träumle. Wird richtig gesund. Es hat natürlich nicht so eine schöne Farbe, wie ich drum gehe, denn die vor der Kamera. Eine Barbecue-Soße haben wir natürlich noch. Ich habe jetzt einmal die Johnny aus Schweden. Die habe ich extra genommen, dass sie keiner kriegt. Aber demnächst gibt es meine eigene Barbecue-Soße, sie ist schon in Arbeit, okay? Solange müsst ihr euch noch gedulden, wir düfteln gerade noch dran. Okay, jetzt schneiden wir noch unser Gemüse. Wir machen da nicht viel Schnickschnack, wir machen unten Gemüse. Der Bun, stimmt? Nein, Patty ist auch aus Gemüse. Und jetzt schneiden wir uns einfach dünne Scheiben von der Zucchini in zwei Farben. Sieht der Kameramann, wird es schlecht, oder? Mhm. Okay, das wisst ihr, wie das ausschaut, wenn man die schneidet. So, vielleicht noch eins, zwei und dann auch noch in grün, metallic. Wie schauen die Buns aus? Patties, ich verwechsel es immer zu. Naja, die werden, denke ich, nicht ganz so dick. Wir verzichten heute auf Zwiebeln, Salat und weiß der Herr was. Wir machen wirklich nur Gemüse und das bisschen Soße und Käse. Da habe ich einen Chili-Bergkäse genommen. Oder Bergbauernkäse. Ich mache den Veranstalter jetzt nicht hier, weil der recht würzig ist. Der passt gut zu dem Gemüse dazu. So, jetzt schauen wir mal nach, was die Kollegen so machen. Das Papier können wir noch abziehen. Sehr schön. Schaut, da ist eine Zwiebel drinnen gefangen. Und da ist natürlich noch alles weich, das sehe ich. Jetzt, wenn wir jetzt schon drehen, wird es vielleicht ein wenig gefährlich. Darum mache ich ein bisschen mehr Hitze. Gebe da noch ein bisschen Öl hin, dass das noch ein wenig weiter brutzelt. Sehr gut. Das lassen wir jetzt noch kurz, bis es ein bisschen angezogen ist und dann drehen wir. Unsere Zucchini, die können wir jetzt würzen. Das machen wir jetzt alles auf dem schönen Brett. Da nehmen wir jetzt auch den Wild West Pfeffer ein bisschen, ganz klar. Und weil wir es gerade da haben, natürlich auch Rio Grande. Die tun wir jetzt einfach da rein. Eine Riesensauerei natürlich hier. Ein bisschen Olivenöl drüber. Und mischen die einfach ein bisschen durch. Kann dann da
ruhig noch nachwürzen. Noch ein Wild West. Gut, das dürfte reichen. Jetzt schauen wir, wie weit unsere Burger sind. Könnte gehen. Sieht gut aus. Müssen wir aufpassen, dass wir wirklich sind noch nicht hundertprozentig stabil. Aber kommt schon. Ja gut, das Wetter hier, die Farbe vom Gemüse ist natürlich, darum sollen wir nicht so viel Temperatur nehmen am Anfang, weil sie einfach, wie soll ich sagen, weil sie leichter verbrennen. Ja, darum seht ihr minimale Temperatur, 180 Grad liegen an, das dürfte reichen. So. Das haben wir durchgeölt. Die hauen wir jetzt auch gleich da drauf und grillen die mit an. In allen Farben. Das ist wieder mal richtig vegetarisch. Oh, da komme ich ja in einer Zeitschrift mal wahrscheinlich. Hä? Grillen mit Gemüse. Ich hoffe, meine Fleischfreunde, ihr verzeiht mir das, aber ich esse natürlich trotzdem schon mal gern auch Gemüse, besonders wenn es mal was Ausgefallenes ist. Und es sieht ja, ihr seht ja wenigstens noch fleischartig aus. Ja? Okay, und das ist natürlich schon cool, oder? Deckelchen zu, ungefähr 5 Minuten, dass die wirklich schön durchgezogen sind. Dann legen wir sie mit Käse hoch. Wenn ihr die anfriert, dann könnt ihr sie auch direkt auf dem Rost mit etwas Öl beschmieren oder bepinseln, die Patties, und dann direkt aufs Rost legen. Das dürften die dann aushalten, aber nicht antauen lassen, sondern richtig gefroren drauf, okay? In der Zwischenzeit habe ich schon ein paar tomätlich geschnitten, ein bisschen. Rote Zwiebeln habe ich mich doch entschieden drauf zu tun. Jetzt schauen wir mal nach. Das Gemüse drehen wir jetzt einfach mal. Natürlich eine Syphilis-Arbeit. Ne? Aufpassen, dass nichts durch den Rost fällt. Aber es soll ein bisschen Grillgeschmack auch dabei sein, weil der Burger natürlich nicht gegrillt ist. Ja, der ist auf einer Platte gemacht. Da spricht man nicht vom Grillen, auch wenn es auf dem Grill gemacht ist. Wir können den nachher dann nochmal probieren runterzusetzen und ein kleines Branding reinzubekommen. Aber den typischen gegrillten Burger war das jetzt nicht. Das ist sehr schwierig mit dem Gemüse. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das jetzt mal. So, wie schauen die Patties aus? Ich drücke mal drauf. Die schauen schon sehr gut aus. Jetzt würde ich die mal probieren, noch mal zu drehen, oder? Ja, die könnten wir auch mal daher legen. Und tue nochmal die Plancher weg. Die sind jetzt schon ziemlich stabil. Abracadabra, die legen wir da rein. Sehr gut. Und jetzt probieren wir auf jeden Fall nochmal einen anzugrillen. Ich hoffe, das geht. Ich lasse das erst mal ein, ich habe es noch nicht probiert. Gemüse tun wir gleich weg. Die Burgerbrötchen können wir schon oben drauf legen, dass die auch ein bisschen angetoastet werden bzw. angegrillt. Und jetzt tun wir gleich die Pans drehen. Die Patties. Ich werde noch wahnsinnig. Hamburger und Brötlich heißt das in Franken nicht, und Pans und Patties. Da kommst du ja total durcheinander. Pans und Patties. Hans und Betty kenne ich, aber nicht Hans und Betty. Ein Quatsch von deinem Amerika da drüben. Ich wäre noch wahnsinnig. Hans und Bettys, Hans und Betty. Ich sage, das Burgerfleisch und die Brötlich dazu sind oben drüber. Jetzt schauen wir mal nach, ob das funktioniert hat. Oh, gut. Achtung, jetzt habt ihr gesehen, er ist ein wenig unstabil geworden. Drehen wir jetzt mal so. Macht nichts, aber die sollen
Also wir wollen medium rare, ne? Nicht durch. Ist ja klar. Die Brötel drehen wir nochmal, das ist mir jetzt zu gefährlich mit dem Hans und der Betty. Unseren Käse, den werden wir jetzt gleich oben drauf legen. Ja, und dann geht's los. Ja, freue ich mich schon drauf, weil es gibt ein gutes Geschmäckler, glaube ich. Und dann eine Originalsoße aus Schweden. Johnny's. Gott. Die Buns und die Patties. Jetzt schauen wir, was die machen, unsere Fleischklumpen. Legen wir jetzt oben drauf. Ein kleines Branding haben wir hingekriegt, schaut her. Da können wir natürlich jetzt die Brötchen unten besser angrillen. Ist ganz klar. Oh, ist heiß. Und dann oben legen wir natürlich einen Käse auf unseren Gemüseburger. Ist mir jetzt zu gefährlich mit dem mit den Hans und Bettys. Die drehen wir schön. Alle Richtungen mal schließen wir mal kurz. Gleich so weit. Die Temperatur täuscht jetzt hier. Die zeigt jetzt 150 Grad an oder noch weniger. Das war die ganze Zeit offen. Aber am Rost liegt natürlich mehr an. Wirklich nur kurz. Das soll nicht zu fest werden. Die schmelzen schon vor sich hin. Herrlich. Ich denke, dass die gut sind, die Hamburger Brötchen. Die nehmen wir jetzt schon mal runter. So rum gehört's. Oder? Halt. Jetzt habe ich nur Deckel. So. So, perfekt. Die machen wir zu. Die lassen wir noch ein wenig nachschmelzen. Und wir können eigentlich schon langsam vorbereiten. Da tun wir unten auch auf jeden Fall ein bisschen von der Barbecue-Soße drauf. Dann etwas Tomaten. Da habe ich jetzt die Cashew-Mädchen zurechtgeschnitten. Sehr schön. Wischen wir mal drüber, dass das nicht so feucht ist. Also da sind die wunderschönen Cashew-Mädchen drauf. Ist ein bisschen wenig Soße, können wir noch ein bisschen nachgeben. Also jede Soße ist erlaubt, ihr wisst es. Ja? Wie schaut es da aus? Der Käse ist geschmolzen. Jetzt holen wir mal unsere Zucchini noch runter. Die können wir auch unten mit drauf geben. Vielleicht doch mit dem können wir wirklich oben und unten auch platzieren, so wie das ausschaut. Da haben wir genug. Dann ist es ja der absolute Veggie Burger. Das ist gut geschmolzen. Jetzt holen wir die Patties drauf. Oh, der ist zerbrochen, habt ihr das gesehen? Da habe ich nicht richtig hingegriffen. Den schneiden wir auch an. Vielleicht sollten wir für die Gemüseburger vielleicht auch die Zange nehmen, beziehungsweise die Spachtel. Jetzt kommen da oben noch verschiedene Zucchini drauf, wie unten schon. Ein Träumle. Einer ist reingefallen, macht nichts. Jetzt noch ein paar Zwiebelchen.
Schön dünn geschnitten, rote Zwiebeln. Gut im Sommer gegen Sonnenbrand. Ja, weil in Deutschland kommt die Sonne jetzt raus ab nächste Woche. Und da nochmal richtig Barbecue-Soße drauf. Voilà. Den wollen wir anschneiden. Also gut, dann machen wir das. Hä? Wie schaut denn das aus? Aber hundertprozentig wie Fleisch, seht ihr in Frankens auch. Ich beiße es einfach so rein. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Zart natürlich, das ist klar. Ne? Schön würzig. Es könnte man wirklich denken, es ist Fleisch. Hat natürlich ein bisschen eine weichere Konsistenz. Entschuldigung, dass ich noch esse und kaue. Aber schaut euch das Teil an, wie der Saft noch rausläuft, wie es medium rare ist. Wenn es euch gefallen hat, die Thumbs nach oben. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler und viel Spaß beim Nachgrillen.